Weil am Ende ist es halt oft diese innere Anspannung, unter der man steht, durch die man halt auch dann immer schlechter sieht. Hi Leute, wie schonst du deine Augen trotz PC-Arbeit? Okay, also heute soll es darum gehen, und zwar vielleicht kennst du das selbst, sei es jetzt arbeitstechnisch oder auch so, dass du viel vorm PC hocken musst, und dann fragst du dich mit Sicherheit, was es da für Möglichkeiten gibt, um deine Augen zu schonen, oder hast vielleicht halt selber gemerkt, dass es schon ein bisschen schlechter geworden ist mit der Sicht. Und da möchte ich dir heute mal fünf Tipps mitgeben, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, wo ich sehr viel vorm PC war, arbeitstechnisch. Und da wollte ich dir eben jetzt mal fünf Tipps, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, die mir sehr geholfen haben, also die fünf wichtigsten Dinge, die ich da mitgenommen habe, mitgeben. Und lass uns direkt reinstarten. Also vom ersten Punkt her war es halt wirklich dieses Entspannen. Augenübungen hatte ich begonnen, damals auch schon wieder mindestens 3, 4 Jahre her, eigentlich schon vor 5 Jahren. Ja, genau. Augenübungen kann ich euch sehr empfehlen. Ich habe dazu schon andere Videos gemacht, damals mit Silke Leopold auch. Ich verlinke es mal in der Infobox. Und Augenübungen gibt es halt besonders eine Übung. Es geht hauptsächlich natürlich einmal darum, dass die Augen auch entspannt sind, gerade wenn man dieses Kurzsichtige hat auf dem PC. Und eine Entspannungsübung ist zum Beispiel Palmieren nennt sich das. Man kann vorher die Hände so ein bisschen reiben. Dann legt man hier mit dem Ballen von der Hand auf den Augenbrauen auf, macht wie so ein Dreieck und dunkelt praktisch komplett ab. Dadurch können sich die Augen entspannen, auch mal tagsüber. Und gleichzeitig, wenn man diese Ausatmenseufzer macht, den ich gerade gemacht habe, entspannt halt auch nochmal das ganze Gesicht. Auch wenn du diesen Punkt hier zwischen den Augenbrauen entspannst, entspannt halt auch das komplette Gesicht. Und ja, gerade wenn man halt viel am PC ist und sehr kurzsichtig schaut, spannen die Augen halt mehr an, weil um scharf zu stellen, zieht der Muskel vom Auge zusammen und ist unter dieser ständigen Anspannung auch. Und deswegen ist es halt auch gut, zwischendrin mal in die Ferne auch zu schauen. Ja, also das ist so der erste Punkt, Augenübungen. Zweiter Punkt, was ich mir angeschafft habe, gibt so ein Programm. Ich hatte jetzt Flux, nennt sich das. Weiß nicht, ob es das jetzt bei mir war es ein Mac, ob es das bei Windows auch gibt, ich glaube schon. Auf jeden Fall gibt es Programme, die, wenn man am PC arbeitet, auch das Licht technisch anpasst, dass die Augen nicht so angestrengt sind. Abends, wenn man länger vor dem PC hockt, dunkelt das Ganze ab, beziehungsweise der Rotstich wird halt mehr und der Blaustich geht raus. So, dadurch ist es viel angenehmer, leichter für die Augen, nicht so sehr belastet. Und gerade wenn man dann schlafen geht, kommt man viel schneller runter. Also das kann ich dir empfehlen. Das ist eben der zweite Punkt. Ja, Flux. Der dritte Punkt ist halt mal kurze Pausen zwischendrin. Das ist eigentlich auch schon wie die Übung, die ich am Anfang gesagt habe, wo man einfach mal komplett abdunkelt, dieses Palmieren. Aber auch zwischendrin mal Pausen zu haben, wo man eben auch aus dem Fenster mal schaut. Kurz einfach mal durchschnauft, weil diese Entspannung zwischendrin ist immer so das Wichtigste. Gerade wenn man halt immer auf den PC schaut, neigt man dazu ständig unter dieser Anspannung, und zwischendrin einfach mal, ist auch eine schöne Achtsamkeitsübung, einfach sich zwischendrin mal kurz Zeit nehmen, einmal kurz durchschnaufen. Sowieso, auch wenn man arbeitet, sich einmal kurz durchatmen zwischendrin. Ohne was zu machen, hilft so viel weiter. Oder dass man sagt, auch jede Stunde nimmt man sich mal eine Minute einfach nichts machen, kommt man auch schon sehr runter und kommt immer mehr in die Entspannung und in einen ganz anderen Arbeitszustand. Weil am Ende ist es halt oft diese innere Anspannung, unter der man steht, durch die man halt auch dann immer schlechter sieht.
Ihr kennt dieses Gefühl vielleicht vom Zahnarztstuhl, wenn man da drauf hockt, eine Viertelstunde und nichts macht, aber danach ist man irgendwie durchgeschwitzt. Und genauso kann man halt viel entspannter, viel lockerer da sitzen. Und das ist halt auch ein großer Punkt. Und der vierte Punkt ist Nackenübung, was ich dir definitiv empfehlen würde. Das heißt ganz simpel, zum Beispiel den Nacken, Kopf, Hals mal in alle Richtungen zu bewegen. Dazu gibt es Übungen. Ich verlinke mal eine in der Infobox auch. Und zwar ganz simpel, Kopf erstmal nach vorne kippen lassen, dann einatmen. Das dreimal machen, dann nach links, nach rechts, dann halt beugen und kreisen muss man halt vorsichtig sein, je nachdem. Sobald man merkt, dass da was wehtut, sofort stoppen, da sehr vorsichtig sein beim Kreisen. Aber die Übung vorher kann man dann auch machen und dadurch kommt halt der ganze Fluss, Blutfluss, alles viel besser in Gang. Auch der Lymphfluss. Und dementsprechend ist ja auch wichtig für die Augen, dass da alles einfach gut durchblutet ist, alles gut läuft und da nicht irgendwo Blockaden sind im System. Genau, also das war mal so der vierte Punkt. Sehr wichtiger Punkt auch. Und das würde ich dir sowieso jeden Tag empfehlen, auch jeden Tag zum Beispiel mal jedes Gelenk einfach zu bewegen. Man merkt es so ungemein morgens, gerade wenn alles ein bisschen stagniert ist, ein bisschen steifer ist, einmal bewegen und es geht einem schon ganz anders und man geht auch ganz anders durch den Tag durch. Jo, und der fünfte Punkt, was ich unbedingt beachten würde, so viele denken vielleicht, wenn man mal irgendwie eine Brille hat und man sieht schlechter, dass das Gott gegeben ist und nie wieder umkehrbar ist. Dabei ist es so, du kennst vielleicht selber, an einem Tag siehst du einfach viel schlechter, weil du sowieso schon so angestrengt warst und deine Augen so ermüdet sind und am anderen Tag geht es wieder viel besser. So. Es hängt auch viel am Sauerstoff, das wäre noch so ein weiterer Punkt, wo du halt wirklich auch schauen kannst, okay, ein Fenster, einen Spalt aufzumachen, auch super wichtig, immer ja, frische Luft zu haben. Und was du eben auch machen kannst, die Sehstärke kann sich ständig verändern. Und das auch zum Positiven, was ich zum Beispiel auch gemerkt hatte. Und zwar hatte ich sonst -2 Dioptrien und hatte dann vor einigen Jahren komplett die Brille mal weggelassen. Und wo ich jetzt einfach gemerkt habe, wenn das Auge wieder dazu gezwungen ist, auch wieder scharf zu stellen, dann probiert es das auch immer noch. Und wenn es jetzt gut unterstützt wird, dazu gehört natürlich dann auch die Ernährung dazu, Ernährung, Bewegung, Entspannung eben, Sauerstoff, frische Luft. Wenn man diese Punkte beachtet, den Körper dann wirklich ganzheitlich entgiftet, so schau dir mal die anderen Videos dazu hier auf dem Kanal an, dann merkst du mit der Zeit wird die Sicht dann auch wieder besser. Genau, wenn man ihm die Möglichkeit dazu gibt. Natürlich ist es dann schwieriger, wenn man 8 Stunden vorm PC hockt, aber man kann dann eben auch schauen, dass man nicht irgendwie gleich immer die stärkste Brille holt, sondern mal ein bisschen schwächer. 0, was weiß ich, 0,2, 0,3, 4, 5. Ja, je nachdem, wie es gerade auch möglich ist, wo man da unterwegs ist. Im Straßenverkehr sollte man da natürlich schauen, dass man da noch gut genug sieht. Und dementsprechend die Brille nicht, ja, zu stark nehmen, weil dann trainiert das Auge sich gar nicht mehr und es wird, ja, neigt dann dazu, auch immer schlechter zu werden. Und anders kann man das Ganze halt wieder wirklich, ja, auch in eine andere Richtung bringen. Also ich kenne viele, die, ja, einer, den ich mal kennengelernt hatte, bei einem Seminar auch, der hatte -5 Dioptrien auf beiden Augen. Nach einem halben Jahr, wo er gemessen hat, war es auf dem einen -3,7. 5, auf dem anderen 3, 2, 5. Das ist natürlich während diesem Reinigungsprozess körperlich schwankt es auch immer noch stark hin und her. Je nachdem, was sich da gerade tut, aber da ist auf jeden Fall einiges möglich. Die Erfahrungen, die ich einfach gemacht habe, wo ich bei Leuten gesehen habe. Ja, also das sind eigentlich so diese 5 Punkte. Wenn du noch einen Tipp
hast, dann gerne unten drunter kommentieren, wenn du auch mal selber die Erfahrung gemacht hast, wenn du vorm PC hockst, schreib gerne unten drunter, was dir da geholfen hat. Und ansonsten, wenn dir die Tipps geholfen haben, dann gerne liken, abonnieren den Kanal und lass es auch noch mehr Leute wissen, die vielleicht vorm PC hocken, schick denen das Video. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis dann, mach's gut. Ciao.